Also was nennt sich denn hier Urlaub, ne? Ich weiß auch nicht. Ich will denn ja eigentlich immer, ich bin dann immer so, oh Gott, und ich muss vorher schon mal vorproduzieren und dies und jenes machen und ja. Hm. Irgendwie. Will ich das dann immer und komme aber nicht richtig dazu? Das ist eigentlich das Dramatische an der Sache. Oh, mein Stern habe ich schon mal. Das ist schon mal super. So, nochmal die Schere. Wie lange ist der Tag noch? Nicht mehr so lange. Dann ist das okay. So. Flup, flup, flup. Und ein lila Helm. Tagende. Sehr schön. Oh, ich musste leider was gestehen, ne? Ich habe Hyazinthen in meinem Zimmer. Und ich liebe den Duft von Hyazinthen. Und die muffen mir gerade mein ganzes Zimmer voll. Das ist so witzig. Mein ganzes Zimmer riecht gerade nach Hyazinthe. Ich liebe Hyazinthen, gerade weil sie so schön riechen. Einfach herrlich. Jetzt kann ich hier schon wieder öffnen. Ich hoffe, ihr hört das nicht zu doll. Ich weiß immer nicht, wohin mit dem Kabel von meinen Kopfhörern. Das ist ein bisschen. Muss echt mal zusehen, dass ich USB-Kopfhörer kriege. Hätte ich das Problem nicht mehr. Oh Gott, das letzte Kapitel. Letzte Hoffnung. Oh, das klingt schon mal nicht gut. Ich habe versagt. Du bist nicht allein. Wenn du versagt hast, dann habe ich das auch. Ich war mir so sicher. Ich dachte, dass es doch irgendwas geben müsste, was wir für ihn tun können. Ja, diese Musik im Hintergrund. Aber es gab nichts. Ich weiß, wie du dich fühlst. Es wird nie einfacher. Ja. Ich nehme an, dass es das nicht dein erstes Mal ist. Leider schon viele Male. Die Arbeit auf der Intensivstation kann sehr belastend sein. Aber du kannst all diesen Ballast doch nicht so mit dir herumschleppen. Manchmal machst du doch alles richtig. Und es läuft doch alles schief. Ich denke, ich brauche etwas Zeit, um mir über ein paar Dinge klar zu werden. Wenn du einmal über alles reden möchtest, dann weißt du, wo du mich finden kannst. Huch, oh, wie spät ist es? Bin ich etwa eingeschlafen? Es ist schon morgen. Wir haben ihn die ganze Nacht versorgt. Geht's ihm gut? Ist er... Oh, Amy, es tut mir so leid, Liebes. Ich denke, dass ich jetzt mit Jasper reden sollte. Ist der Kleine jetzt tot? Oh Mann. Liebe Amy, das ist ein Geschenk für dich. Ich hoffe, dass du es heute Abend zum Essen tragen wirst. Das wäre eine seltsame Nachricht, oder nicht, Ash? Ich bin all dieses Drama so leid. Pferde wirken immer so frei. Ich glaube, du hast das Bessere los von uns beiden gezogen. Ja, wochenlang über nur als, weiß ich auch nicht, Investition gesehen zu werden, finde ich jetzt nicht viel besser. Hast du etwas dagegen, wenn ich noch ein Weilchen bleibe? Es muss sich ja schließlich jemand um dich kümmern. Dann werden wir auch sehen, was es mit dieser Nachricht auf sich hat. Oh Mann, sie ist schon ein bisschen Drama-Queen, ne? Aber es ist halt... Finde alle Auszeichnungen von Ash. Hier ist eine, hier ist eine, hier ist eine. Okay, Moment. Entschuldigung. Ich muss gerade Dinge finden. Eine fehlt noch da. So. Gut, haben wir das wirklich schon mal genug gemacht. Dann, so, den wollte ich noch. So. Aus gutem Grund. Ah, das ist Müs. Das war aber sehr leise. Ah, oh Gott. Und nebenbei schreibt mir das echte Müs gerade. Ah. Es tut mir sehr leid, Mist, dass ich jetzt gerade nicht so antworten kann, aber... Voll im Aufnehmrausch hier. Ich muss nämlich heute noch ein bisschen was aufnehmen eigentlich und habe eigentlich überhaupt keine Zeit dazu. So viel zum Thema Urlaub. Was für ein Arschurlaub.
Man ballert sich das dann ja wieder so voll, ne? Dass man wieder zu nichts kommt. Und ich muss aber leider auch zugeben, zeitweise bin ich auch gerade echt faul. Ich mache einfach gar nichts. Das kommt leider auch dazu. Das heißt, ich mache gar nichts. Ich spiele viel privat zurzeit. Ich lese tatsächlich ein bisschen. Ich bin viel mit Anime gucken beschäftigt zurzeit. Macht auch sehr viel Spaß. Ich bin da lange nicht mehr zugekommen. Ganz lange. Von daher bin ich eigentlich echt froh, dass ich das jetzt... Ja, ich bin gerade dabei, so ein bisschen mein New Project umzusetzen. Das sind so lauter Dinge. Da bin ich dann auch so ein bisschen mit abgelenkt, muss ich zugeben. Und dann bleiben komischerweise sogar mal die Videos für YouTube so ein bisschen offen. Aber Strecke, obwohl ich ja jetzt echt sagen könnte, boah, du kannst irgendwie ein Spiel nach dem anderen zocken. Den ganzen Morgen über. Und du hast einfach Zeit dazu und dann irgendwie so, nope, irgendwie kommst du halt doch nicht so richtig dazu. Aber, hey. Wäre ja auch langweilig sonst, ne? Ich glaube, ich brauche den Stress manchmal so ein bisschen. Ich freue mich schon mega auf meine neue Arbeiten, muss ich schon zugeben. Ich richtig Bock drauf, freue ich mich drauf. Und dann schauen wir mal, wie das so wird. Aber schlimmer werden kann es nicht mehr. So hart es jetzt auch ist, das zu sagen, aber ist leider wahr. Und ja, dann gucken wir einfach mal, wie das dann so wird. Und, so. Hauptsache, ich krieg's nicht so wie sie hier. Da bin ich schon glücklich. Warum geht die denn jetzt nach da hinten? Hier ist doch überall Platz. Nee, gut, dann nicht. Ich mag Schimmelchen. So viel weiß ich über Pferde. Ich weiß auch, dass schwarze Rappen doppelt gemoppelt ist. Der Witz ist, ich fürchte, dass Jasper das alles gar nicht so furchtbar eng sieht. Einfach so mein Gefühl. Dass das für ihn alles gar nicht so dramatisch ist irgendwie. Oder meint ihr, der will uns jetzt so, ich weiß es tatsächlich nicht mehr, ob er uns jetzt so richtig vorführen will oder ob er sich jetzt tatsächlich so denkt, ja, alles nicht so schlimm. Jeder macht mal einen Fehler und reden wir nicht mehr drüber. Oh, ich glaube, da will ich dem so eine reinfangen. Da haben wir den zweiten Stern. Der dritte ist zum Glück auch nicht mehr so weit weg. So, dann kannst du hier nochmal wieder sauber machen. Flupp. Die wollen zurzeit alle sehr viel Sattel haben. Du möchtest... Ach, guck mal, ich habe sogar schon drei Sterne. Ich habe gerade nicht hingeguckt. So. Tagende, das ist sehr schön. Trotzdem, Newton. Ich kann so ja nicht gucken, was die von mir will. So, sauber gemacht haben wir auch alles. Das Müsli haben wir gefangen. Bin sehr glücklich. Sie guckt so, wie ich mich fühle. Sie sieht aber sehr schön aus. Amy, du siehst ja furchtbar aus. Oh, es war furchtbar. Hunter ist heute Morgen gestorben. Moment mal, meinst du den Streuner aus dem Tierheim? Er war mein Kater, Jasper. Ich konnte ihn nicht retten. Okay, okay, nun, das tut mir leid, Amy. Ach du lieber Himmel, wie fürchterlich, meine Liebe. Nun, vielleicht hält er dich das ein wenig auf. Ich habe deine Nachricht gesehen, Jasper. Was ist hier los? Jasper, was machst du denn da? Rosen sind rot, Veilchen sind blau. Ich hoffe, du wirst meine Frau. In guten und in schlechten Zeiten.
Ich will mein Leben mit dir beschreiten. Jasper, es tut mir so leid. Alles geschieht so schnell. Und dann die verrückte Geschichte mit Ash und meinem armen kleinen Kater. Ich kann dich nicht heiraten, Jasper, es tut mir leid. Heißt das, du sagst nein? Du wirst dich noch eines Besseren besinnen, meine Liebe, ganz sicher. Bestimmt, Jasper ist der perfekte Partner für dich. Diese Welt hier, deine Welt, ist nicht meine Welt. Und die Tatsache, dass du mich jetzt fragst nach all dem, was passiert ist, Amy, das kannst du nicht ernst meinen. Aua, was zum... Du dumme Bestie. Schon gut, mein Mädchen. Ich weiß genau, wie du dich fühlst. Es ist etwas zu voll hier. Na klar. Durch den Hintereingang auf dem Pferd weg. Und sie ist eben doch eine Drama-Queen. So, jetzt muss ich hier nochmal eben das... ihr wisst, was jetzt kommt, ne? So, das überspringen wir. Es tut mir so leid. Das überspringen wir auch. So, damit wir hier alles haben. Zurück zur Karte. Die Frage ist ja jetzt nur, kommt sie mit dem Pferd jetzt auch hier angeritten? Was passiert jetzt mit dem Pferd? I don't understand it. Das Pferd ist einfach weg jetzt. Das ist ja auch super. Guten Morgen, Lisa. Morgen, Arthur. Kaffee? Das wäre wunderbar. Vielen Dank. Kaffee, Kaffee. Oh, ich habe ihn so vermisst. Koffein ist nun wirklich das Letzte, was du brauchst, Newton. Der ist auch so aufgedreht genug. Denkst du, dass uns Amy bald einmal wieder besuchen wird? Das hoffe ich doch sehr. Sie fehlt mir. Okay, bediene 20 Begeisterung. Ich gebe mir Mühe. Wir hatten hier aber schon mal ein bisschen mehr aufgeräumt. Wir hatten hier andere liegen. Das wusste ich alles hin. Okay, ich muss jetzt erstmal gucken. Da. Wo hier was ist. Also, Gott, ich mag einen Dalmatiner. Ich hätte so gerne einen Dalmatiner. Die sind so süß. Muss ich jetzt erstmal... Okay. Blutdruckmanschette ist da. Wahrscheinlich muss ich wieder pumpen. Oh Gott, diese Pfote mit diesem Punkt drauf ist das putzig. Oh Gott. So. Ist das Mäuschen schon da, ja. Ist die schon wieder auf meinem Ohr so leise? Was? Achso. Jetzt abrechnen wir mal. Einmal eine Blutdruckmanschette an die Pfote. Kann man bei Hunden den Blutdruck messen? Okay. Na toll. Jetzt ist es bei dem schon mal vorbei. Und warum? Weil ich mal wieder nicht richtig klicken kann. Ist super. So. Ach, das ist ja super. Hallo? Ach, das muss ich dann aber mitnehmen, natürlich. Alter. Das Ding ist echt ein bisschen anstrengend da hinten. Bin ich jetzt nicht so der große Fan von. Ja, sowas mag ich dann schon lieber. Ernsthaft, Oma. Was ist denn mit den Leuten falsch?
So, du kriegst ein Fieberthermometer in den Puppes geschoben. Braves Huni. Warum wollen die so viel von dem Zeug haben? Das war jetzt aber echt knapp, weil das Ding, das nervt mich ja doch ein bisschen, ne? Okay. Maus und reinige die Klinik. Okay, damit habe ich es dann doch noch irgendwie geschafft. Wäre ja schon nicht mehr dran geglaubt. Also, ich weiß ehrlich nicht, was diese Stadt ohne dich tun wird, Arthur. Hier ist jeden Tag unglaublich viel zu tun. Ich würde die Klinik ja auch gern weiterführen, aber ich bin nun müde. Zu alt, zu alt. Du bist auch nicht gerade aus dem Ei geschlüpft, Newton. Amy, Amy. Oh, Amy, geht's dir gut? Kann ich dir eine Tasse Tee oder... Oh, ich hatte den allerschlimmsten Tag meines Lebens. Oh, Opa, ich hab dich ja so vermisst. Amy, was ist passiert? Das ist eine lange Geschichte. Du siehst erschöpft aus. Wir reden morgen, wenn du möchtest. Party, Party! Du solltest jetzt schlafen gehen, Amy. Wir haben morgen über alle Zeit der Welt, um über alles zu sprechen. Ja, dann sprechen wir morgen in aller Ruhe über alles. Ja, je. So, was haben wir hier? Okay. Dafür kann ich ihm aber noch eine neue Trophäe-Dingens hier freischalten. Okay, jetzt fehlt nur noch eine. Das Dingens hier. Bediene die Kunden in der Reihenfolge, in der sie herein... Oh, das wird ja was für mich. Okay, dann kriegt auch mal ein Fieberthermometer. Bis jetzt geht das ja alles noch. Weil doch nicht so viele auf einmal kommen. Okay, erst den Hund, dann den Hund. Du möchtest das auch, gut. Ich habe da jetzt lieber ein paar von, zumindest zwei so im Petto, irgendwie zur Sicherheit. Fühle ich mich einfach irgendwie ein bisschen besser mit. Okay, wenn man sie so behandelt kriegt, dass sie, wenn man schnell ist, dann hat man auch nicht 10 Leute hier stehen. Wie geht das dann? Und ich muss kein Müs fangen. Das ist auch nur von Vorteil. Ansonsten sind diese Herausforderungen manchmal auch echt Herausforderungen. Weißt du, diese gepflegte Pfote, ne, die toppt echt alles für mich hier. Und
die will nochmal so ein furchtbares Futterdöschen oder was das ist. Und das Ding wird mich ja in den Wahnsinn treiben, ne? Das sehe ich ja jetzt schon kommen. Das macht mich ja jetzt schon platt.